ich bin jetzt ein bisschen im Kontrastprogramm zu dir, ja. Obwohl ich mich für einen sehr praktischen Menschen halte. Ich hatte vorhin bei der Vorstellungsrunde gesagt, dass ich Bäume schneiden kann. Ich kann mein Haus reparieren. Aber du machst ich kann dabei mein, ich kann meine Waschmaschine reparieren. Und ich habe sogar unser Wäschetrockner total auseinandergenommen, mit dem repariert und zusammengebaut. Und trotzdem habe ich die Überzeugung, es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Selbst wenn man eine Waschmaschine zusammenbaut, muss man einen Plan haben, wie es funktioniert, wie man es auseinander nimmt und auch wieder zusammenbaut. Und das ist schlicht und einfach eine Theorie. Okay? Und von daher gesehen, denke ich, sollte man nicht das eine oder das andere, sondern für mich ist eigentlich ein Vollblutpraktiker, ist ein Theoretiker, der sich seiner Theorie bewusst ist. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man sich seiner Theorien bewusst wird. Nichts ist schlimmer, als wenn man das Opfer der eigenen Vorurteile wird. Und das passiert natürlich, wenn man nicht seine Ideen reflektiert. Und warum ich so wichtig halte, dass wir diese mühseligen Auseinandersetzungen halten, ist, dass wir genau die Mechanismen verstehen, wie die Ausbeutung über das Geldsystem stattfindet. Die grundsätzlichen Fragen wurden ja schon mal gestellt, to be or not to be, das ist die question. Ich will es jetzt mal nicht ganz so grundsätzlich stellen und nur auf Schuldgeld oder Nicht-Schuldgeld beziehen. Und eine meiner Ausgangsfolien ist die hier, die sagt, eine Bankbilanz hat mit Geld und Geldschöpfung genauso viel oder wenig zu tun, wie eine Ligatabelle in dem real erfassten Fußballspiel. Oder anders ausgedrückt, dieses Etikett hat mit mir als Person, als Mensch, genauso viel oder wenig zu tun. Das eine ist Dokumentation und das andere ist das, worauf die Dokumentation hinweist. Und sobald wir Geld nur auf der Bilanzebene betrachten und verstehen, können wir es nicht verstehen. Wir müssen Geld begreifen, was Geld auf der realen Ebene ist. Und was ist dann die reale Ebene? Geld auf der realen Ebene sind Rechtsbeziehungen zwischen Rechtssubjekten. Für jemanden, der den Begriff Rechtssubjekt fremd ist, das sind Leute wie du und ich, das sind natürliche Personen, juristische Personen, sind Unternehmen, Institutionen etc. Also, und der wichtige Punkt ist jetzt, die Finanzwelt ist ein Netz von Ansprüchen auf Geld zwischen natürlichen und juristischen Personen. Hier diese orangen Kästchen sollen Personen darstellen. Und Geldschöpfung ist, wenn solche Beziehungen, solche Ansprüche auf Geld entstehen, wenn neue dazukommen, Geld. Übertragung ist, wenn die Enden dieser Rechtsbeziehungen übertragen werden und Geldvernichtung ist, wenn diese Beziehungen weniger werden. Ein Beispiel für Kreditgeldschöpfung ist jeder neue Anspruch auf Geld, wie beispielsweise durch Rechtsgeschäft, Kauf und Darlehensvertrag. Durch geschäftsähnliche Handlungen wie eine Gewinnzusage oder durch Gesetz, die Steuergesetze, die Abgaben, die Unterstützung, alles durch diese Gesetze entstehen Ansprüche auf Geld und das ist Geld im weiten Sinne. Geld übertragen ist Barzahlung oder Überweisung, ist Tausch und Forderung über das Überweisung zwischen Banken oder das Aufspielen und Zusammenführung von Ansprüchen auf Geld. Kreditgeldvernichtung ist, wenn die Ansprüche auf Geld konsolidiert werden. Das heißt, die Zahl der Ansprüche reduziert sich. Als Beispiel, jetzt nochmal zum Zusammenfassen. Also, wir haben es mit, auf der realen Ebene mit Geld, haben wir es mit rechtlichen Beziehungen zu tun. Und diese rechtlichen
menschlichen Beziehungen schaffen die Kraft, die die Wirkung des Geldes ausmachen. Und da haben wir einen Kreislauf, die entstehen durch Verträge, die bleiben gleich durch Übertragungen und die werden Vernichtung durch Erfüllung beispielsweise. Und man muss eine klare Vorstellung haben, was ist eigentlich die Grundstruktur eines Anspruchs. Die Grundstruktur eines Anspruchs ist, es gibt ein Gläubiger, der hat einen Anspruch gegen einen Schuldner auf eine bestimmte Leistung und die Leistung ist ein Tun oder ein Unterlassen. Das ist die Grundstruktur eines Anspruchs. Bezogen auf Geld heißt es, ein Anspruch auf Geld, Schuldgeld, ist ein Schuldverhältnis, der sich wieder auf Geld bezieht. Und das ist meines Erachtens das Schwierige zu verstehen. Geld hat einen rekursiven Charakter und da widerstrebt uns eigentlich alles, weil das ist etwas, was man aus der Mathematik kennt, aber sonst ist es sehr schwierig. Man könnte sagen, in der Natur kommt es auch vor. Rekursive Definition wäre, das Kind eines Menschen ist ein Mensch. Das wäre auch so eine rekursive Definition. Und was bedeutet, und Zahlung bedeutet, dass ein Anspruch auf Geld gegen einen anderen Anspruch auf Geld eingetauscht wird. Zahlung ist eigentlich eine Konsolidierung von Brutto nach Netto und in Richtung eines besseren Schuldners. Anstatt praktisch, dass ein Lieferant einen Anspruch auf Geld gegenüber einem Kunden hat, hat jetzt dann der Lieferant, wenn er bezahlt wird, einen Anspruch in die Geschäftsbank. Und wenn er sich auszahlen lässt in Bargeld, hat er einen Anspruch gegen die Zentralbank. Das heißt, es ist eine Konsolidierung in Richtung besseren Schuldner. Und der Anspruch, der ursprüngliche Anspruch, wenn bezahlt wird, der erlöscht durch Erfüllung. Das heißt, es wird dann weniger. Kommen wir zum Nichtschuldgeld. Korangeld, Goldmünzen, ist eigentlich der Inbegriff für Nichtschuldgeld. Aber da muss man sich auch wieder klar werden, was ist eigentlich der Zusammenhang? Und man muss verstehen, was ist eigentlich die Grundstruktur von Herrschaftsrechten? Und Herrschaftsrechten kommen in verschiedenen Varianten vor. Beim Herrschaftsrecht geht es darum, der Inhaber des Rechtes darf über das Herrschaftsrecht verfügen. Beispielsweise ein Herrschaftsrecht ist ein Eigentum. Und alle anderen, die dürfen nicht einwirken. Und ein Herrschaftsrecht bezieht sich immer auf ein Rechtsobjekt. Und Beispiele, ein Eigentümer, da ist die Sache, ist das Rechtsobjekt und das Eigentum ist die Bezeichnung der Rechtsbeziehung. Beim Erfinder ist es die Erfindung des Rechtsobjekts und das Patent nennt man die Rechtsbeziehung. Oder der Urheber hat sein Werk und das Urheberrecht ist der Name der Bezeichnung. Ganz wichtig ist, weil das im Grunde genommen unter Laien nie verstanden wird, dass Eigentum und Sache sind zwei grundlegend unterschiedliche Dinge. Für Laien ist Eigentum und Sache eigentlich das Gleiche. Aber unter Juristen, das Eigentum ist das Recht. Es ist was Abstraktes, so wie Zahlen. Und die Sache ist das, was man anfassen kann. Das ist praktisch das, was man verstehen muss. Und so subjektive Rechte, das gehört zur großen Klasse der subjektiven Rechte, bestehen in der Regel nicht aus einzelnen Rechtsbeziehungen, sondern sie sind ein ganzes Geflecht von Rechten, Pflichten und Befugnissen, hier angedeutet am Eigentumsbegriff. Es geht nicht um die einzelnen Punkte, sondern nur um die Vorstellung. Wir sind eingebunden in ein Netz von Beziehungen. Und fürs Geld bedeutet es Eigentum, Herrschaftsrecht. Das Courantgeld, das ist eigentlich das Recht, das Eigentumsrecht. Und die Goldmünze ist die Sache. Und diese Trennung wird nicht gemacht und deshalb kommt vom Verstehen her wird es dann so schwierig. Es gibt noch eine Form, nämlich
Kryptogeld ist auch nicht Schuldgeld, das ist ein Sondereigentum an Daten in der Blockchain. Und die Herrschaft wird dadurch durch kryptografische Methoden aufrechterhalten. Das ist der Punkt. Und jetzt kommt noch was ganz anderes. Es gibt ja immer diese Auseinandersetzung, Schuldgeld besser als Nicht-Schuldgeld. Da muss man eines verstehen. Schuldgeld kann es nur geben, Nicht-Schuldgeld kann es nur geben, wenn der Besitzer es auch selbst verwaltet. Sobald die Situation entsteht, beispielsweise Geld kommt in den Tresor, Nicht-Schuldgeld, bezahlt wird mit einem Goldlagerschein, Schuldgeld, nämlich in Anspruch auf Gold. Sobald das passiert, sind wir wieder im Schuldgeld. Das heißt, allenfalls in der ersten Runde können wir nicht Schuldgeld haben. Und Schuldgeld besteht aus Ansprüchen, nicht Schuldgeld besteht aus Eigentumsrechten. Und nicht Schuldgeld funktioniert nur, wenn der Geldeigentümer tatsächlich das Herrschaftsrecht über die Sache hat. Sache im weiteren Sinne. Ansonsten entsteht ein Anspruch auf die Sache. Und dann ist es egal, ob sich der Anspruch auf Gold, Daten oder ein Anspruch auf Geld bezieht. Ich bin gleich fertig. So, es gibt einen gemeinsamen Fixpunkt. Und der gemeinsame Fixpunkt ist, wenn ich jemand nicht Schuldgeld, so beispielsweise ich schenke jemand eine Goldmünze im Wert von 1.000 Euro oder ich gebe jemandem ein zinsloses Darlehen über 1.000 Euro zahlbar am Ende aller Tage. Das ist formal, ist es ein Darlehen, de facto ist es geschenkt. Das heißt, es gibt der Unterschied zwischen Schuldgeld und Nicht-Schuldgeld ist gar nicht so groß und man muss etwas. Es gibt, ich nenne es Nicht-Schuldgeld-Illusion. Sobald Nicht-Schuldgeld verliehen wird, entsteht mit dem Verleihen des Nicht-Schuldgelds ein Anspruch auf Nicht-Schuldgeld und damit Schuldgeld. Okay. So. Und das Fazit ist, Schuldgeld ist das bessere Geld, weil es nicht mit einer Sache herumschlagen muss. Das Gold hatte mit dem Geld nichts zu tun, sondern das Geld ist das Recht, zum Beispiel an der Sache. Und Schuldgeld ist dynamischer, weil es zum Geldschöpfer zurückkommt. Und jetzt kommt es noch dazu, wenn ich diese Dynamik nicht so in dem vollen Umfang möchte, dann kann ich einfach, wenn ich staatliches Geld haben möchte, dann kann man die Laufzeit entsprechend verlängern. Nämlich beispielsweise dem Staat einen Kredit, zinslosen Kredit geben bis ans Ende aller Tage für eine Sache und alles ist wieder geritzt. Das war meine Anregung. Dankeschön.